Moino Freunde, und damit begrüße ich euch herzlich zu einem kleinen, etwas anderen Video. Und zwar möchte ich euch heute mal einen kleinen Glitch, ist das ein Glitch? Eigentlich nur ein kleiner Vorteil euch zeigen. Für diejenigen, die nämlich den ungerne Leben sammeln, können sich das hier ganz einfach machen, indem sie in Welt 1, 2 dort einen bestimmten Trick ausprobieren. Den werde ich euch natürlich in diesem Part zeigen. So, und das funktioniert wie folgt. Ihr müsst zuallererst hier runter. Und hier gibt es so einen kleinen Cooper. Den solltet ihr am besten vernichten. Dann habt ihr die Cooper Shell nämlich. Und die Cooper Shell braucht ihr für diesen Trick. Denn ihr müsst euch hier exakt so hinstellen, damit ihr zur einen Wand die Cooper Shell habt. Und zur anderen Wand, also noch eine andere Wand hinter euch ist. Und wenn ihr die jetzt wirft, dann ist es so, dass ihr immer wieder dieses Hin und Her habt. Weil die Cooper Shell ja nirgends woanders hin kann. Deswegen wäre es auch ganz gut, wenn ihr gerade steht. Und dabei könnt ihr Leben farmen ohne Ende. Und das zeige ich euch, wenn es klappt. Natürlich bei dem Kleinen funktioniert das nicht, aber ihr seht es jetzt schon. Beim zweiten Mal, wenn ihr klein genug seid, passt das. Und schon könnt ihr unendlich Leben farmen. Das geht bis zu 999 Leben plus die Krone. Die erste Krone, zweite und dritte Krone sind nochmal 99 Leben dazu, glaube ich. Circa. Also ihr könnt auf jeden Fall damit unendlich Leben farmen, wie ihr schon seht. Und wenn ihr nicht mehr wollt, macht ihr das einfach so und dann ist schick. Mehr wollte ich euch eigentlich gar nicht zeigen. Gut, dann hoffe ich mal, dass es euch gefallen hat und ihr vielleicht einen kleinen Tipp benötigt. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Resttag und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also bis denne und ciao.